Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin heute wieder auf dem Spessartbogen unterwegs. Bin jetzt gerade mit dem Zug bis nach Wirtheim gefahren und ich denke, ich brauche jetzt bestimmt 5 Kilometer, bis ich erstmal auf dem Spessartbogen wieder drauf bin. Normalerweise wäre ich mit dem Bus bis nach Kassel gefahren, also das kleine Kassel im Spessart, nicht das große, wo ich letztens die Tour beendet habe. Aber es gab wieder bei der Bahn Stellwerkprobleme und so weiter. Und da habe ich dann den Bus nicht bekommen. Und der nächste fährt erst in 2 Stunden. Also bin ich eine Haltestelle ausgestiegen. Und von hier geht es dann, denke mal, so 3,5 Kilometer bis nach Kassel. Ich bin ja letztes Mal auch bis nach Kassel gelaufen. Und hätte auch normalerweise von der Zeit her den Bus noch bekommen. Aber dummerweise stand ich an der falschen Bushaltestelle. Und ja, ich habe das dann aber auch erst mitbekommen, wo es schon zu spät war. Und dementsprechend bin ich dann auch von dort, ungefähr eine Dreiviertelstunde war das, hierher gelaufen zum Bahnhof und darum weiß ich auch, dass ich hier vom Bahnhof die Richtung laufen kann. Hier ist der Bahnhof Wertheim. Hier ist gut was los, Autobahn, Zugverkehr, hier noch die Straße. Das Wetter soll eigentlich schön werden. Im Moment ist noch Nebel. Aber ich denke, das verzieht sich heute noch. Ich bin auf jeden Fall heute früh bei strahlendem Sonnenschein losgefahren. Hier lässt sich jetzt wieder ein bisschen besser laufen. Ich bin zwar hier auch noch an der Hauptstraße. Man denkt gar nicht, was hier für ein Verkehr ist in dem kleinen Ort. Hier ist jetzt der Ort Biebergemünd-Kassel und hier ist auch die Straße gesperrt. Das war auch der Grund, warum letztens der Bus von irgendeiner Ersatzhaltestelle losgefahren ist. Stand zwar an der Bushaltestelle, aber da habe ich nicht drauf geguckt, erst als es so spät war. Den Zugangweg habe ich jetzt gleich geschafft. Ich muss dann nur gucken, dass ich auch in die richtige Richtung laufe. Hier ist nochmal ein Blick runter aufs Dorf. Biebergemünd, Kassel. Ja, Wetter ist jetzt auch schön. Und hier geht's weiter. Ich werde heute übrigens bis Bad Orb laufen. Das gehört normalerweise noch zur zweiten Etappe, aber das war mir letztens zu viel. Und ich denke mal, heute ist das auch okay. Ich komme so auf 13, 14 Kilometer heute. Völlig ausreichend. So, der Weg wird jetzt schöner. Endlich raus aus dem Dorf. Wir haben jetzt Ende September, aber bis das alles schön bunt wird, dauert noch ein paar Wochen. Fängt alles langsam an. Vielleicht kann man das auf der anderen Seite schon sehen. Ich bin froh, dass ich heute meine wasserfesten Schuhe anhab, weil sonst wären die hier schon bei dem Gras durch gewesen, die anderen. Jetzt über die Wiese weiter. Ist wieder richtig schön ruhig und erholsam und nass. Wahrscheinlich wurde der Weg mal umgelegt, weil mein Track, den ich mir runtergeladen habe, der geht irgendwo da drüben lang. Hier bin ich auf jeden Fall richtig. Ist ja auch wesentlich schöner, als auf dem Fahrradweg weiterzulaufen.
Von da bin ich gerade gekommen. Aber wem das zu nass und vielleicht auch irgendwann zu schlammig wird, der kann da auch außen lang laufen und kommt dann hier an. Echt schöner Wald hier. Und alles Naturpfad. Das geht jetzt alles noch schön gemütlich, aber gleich muss ich noch 250 Höhenmeter hoch. Also es geht dann jetzt einmal richtig hoch und dann wieder komplett runter. Ja, das ist ja alles Privatgrundstück von einem Naturfreundehaus. Da hinten gibt es sogar Wasser. Da oben stehen Wohnwagen und so, sieht aus wie so ein Campingplatz. Ja, und das wird das Naturfreundehaus sein. Ein schöner Backofen. Und hier geht's weiter. Da vorne sitzen welche. Nochmal einen Blick zurück. Das war jetzt Naturfreundehaus Güntersmühle. Das war jetzt echt nett. Es gab auch noch Kaffee und Kuchen. Für wenig Geld. Hier gibt es auch direkt einen Parkplatz. Ja, und so ein paar kleine Rundwege. Die Steigung beginnt ungefähr noch 200 Höhenmeter habe ich jetzt vor mir. Aber im Moment ist es noch nicht so steil. Kettensägen sind auch im vollen Gange. Hier kommt jetzt mal seit langem wieder ein Wegweiser. Ich habe jetzt noch 5 Kilometer bis Bad Orb. Boah, hier schwirren gerade so viele Viecher um mich rum. Das ist Wahnsinn. Da bin ich echt froh, wenn ich irgendwann aus dem Wald hier raus bin. Hier mache ich jetzt mal eine kurze Pause. Trotz Viecher, aber hinter mir, 50 Meter hinter mir, laufen gerade welche und da habe ich keine Lust zu, dass die ganze Zeit hinter mir sind. Hier an den Bäumen kann man wieder verschiedene Schriftzüge erkennen. Und dann gibt es hier noch einen anderen Schriftzug, den kann man aber fast gar nicht mehr erkennen, weil das alles schon wieder total verblasst ist. An dem Baum kann man noch ein bisschen mehr sehen. Normalerweise könnte man den Schriftzug Zeit lesen. Aber wie gesagt, das ist alles schon so verblasst. Wer den ersten Teil gesehen hat, da gab es schon sowas Ähnliches wie eine Welle. Im Internet gibt es davon noch verschiedene Bilder, wie das mal ausgesehen hat. Wenn ich da was finde, dann werde ich das mal unten verlinken.
Ich müsste dann noch bald an der höchsten Stelle heute angekommen sein. Und von da geht es dann nur noch bergab Richtung Bad Orb. Das letzte Stück hat es jetzt noch mal in sich. Es ist ein bisschen steiler. Aber ich habe es gleich geschafft. Hier ist jetzt gleich der höchste Punkt. Da kommt auch eine Schutzhütte. Ja, von Weitem sieht die ganz gut aus. Mal gespannt, wie die da aussieht. Die Hütte sah noch ziemlich neu aus. Ich habe jetzt ungefähr noch 3 Kilometer und jetzt geht es erstmal wieder bergab. Meine Uhr sagt zwar noch 8 Höhenmeter muss ich noch bergauf, also kommt bestimmt zwischendrin noch mal so eine kleine Ecke. Aber ansonsten überwiegend alles bergab jetzt. Da unten kommt eine Straße. Sieht aber auch nicht viel befahren aus. So, von da drüben aus dem Wald komme ich raus, diesen Pfad. So nach 2,2 Kilometer bis Bad Orb. Da steht jetzt auch schon Mernes dran. Das wäre eventuell schon das Ende der nächsten Etappe. Die letzten 2 Etappen werden allerdings ein bisschen komplizierter mit der Anreise. Also da fährt am Wochenende nichts, kann man vergessen. Und ist auch irgendwie so blöd gelegen, dass man, glaube ich, einen Tag 10 Kilometer und einen Tag 30 Kilometer laufen soll. Unterkünfte gibt es da aber auch irgendwie wenig oder schlecht oder gar nicht. Hier hat man auch eine schöne Sicht. Da vorne unterm Baum ist noch eine Bank. Hier eine wunderschöne Streuobstwiese. Die sehen aber auch schön aus, die Äpfel. Aber ich glaube, die brauchen eh alle noch ein paar Tage. Ich glaube, ich habe Glück, dass ich heute unterwegs bin, weil so wie das hier aussieht, gibt es morgen irgendwie so ein MTB-Event. Hier ist auch alles Mögliche schon abgesperrt. Die Wiese dient dann als Wohnmobilparkplatz. Hier steht noch mal alles dran. Sieht jetzt aus, als kommen hier jetzt die letzten 8 Höhenmeter. Ich sehe gerade, da vorne ist ein kleiner Turm. Da geht es jetzt hoch. Ich bin richtig froh, dass ich hier hochgegangen bin. Ich zeige euch jetzt mal die Aussicht. So, schaut mal diese Wahnsinnsaussicht auf Bad Orb. Ich meine, das ist auch eine Kurstadt. Aber das ist schon genial. Da unten, wo die Bank ist, da geht mein Weg gleich weiter. Ja, und von da hat man nichts gesehen. So, nochmal ein Blick auf das Schild. Wartturm auf dem Molkenberg.
Hier direkt unten am Turm hat man auch eine schöne Aussicht. Also wer da nicht hochgehen will. Und schöne Sitzbänke gibt es hier. Jetzt gucke ich mal, ob ich direkt da unten wieder auf meinen Weg komme. Weil das liegt jetzt hier normalerweise nicht am Weg. Ich bin jetzt von da gekommen. Und ja, wenn man von da kommt, sieht man den Turm auch nicht direkt. Man kann schon mal sein, dass man dran vorbeiläuft. Auch ein schöner Blick von hier. Die Stadt kommt näher, muss ich dann gleich nur noch den Busbahnhof finden. So Leute, ich bin jetzt gleich am Busbahnhof. Hier ist jetzt nochmal eine schöne ruhige Ecke. Also ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.